Die Gedenkstätte Bautzen befindet sich auf dem Gelände und im Haus eines ursprünglichen Untersuchungsgefängnisses, das 1956 vom Ministerium für Staatssicherheit übernommen wird und darin ein Hochsicherheitsgefängnis des DDR-Geheimdienstes eingerichet wird. Es existierte vom August 1956 bis zum Dezember 1989. In den 60er Jahren ist der Alltag in Bautzen II vor allen Dingen von einem extremen und ausgeklügelten militärischen Drill gekennzeichnet. Kommandosprache. In diesem Gefängnis, das dem Ministerium für Staatssicherheit unterstand, waren politische Häftlinge inhaftiert. Einer von ihnen ist Hussein Yazdi gewesen, ein iranischer Staatsbürger, der 1962 inhaftiert wurde. Hussein Yazdi wird zu lebenslänglicher Haft verurteilt wegen eines Verstoßes gegen das Gesetz zum Schutz des Friedens und wegen Fluchthilfe. Jede Tätigkeit im Verlauf des Tages ist zeitlich festgelegt. Nicht einmal das Ablegen eines Kleidungsstückes ist ohne Erlaubnis möglich. Und am Tagesende müssen Häftlinge auf einem Hocker vor ihrer Zelle ihre Garderobe stapeln. Die Art und Weise, wie sie Jacke, Hose zusammenlegen müssen, die Reihenfolge, in der gestapelt werden muss, ist festgelegt. Sogar das Aufhängen der Socken ist in einer Hausordnung in Befehlsform festgelegt. Hussein Yazdi erzählt immer wieder, wie sehr er sich bemüht hat, bei diesem ganzen Drill seine Menschenwürde zu bewahren. Dass er es sich hin und wieder getraut hat, abends auf diesen Kleiderstapel nicht seine Hose zu legen, sondern die Hose für eine Nacht unter seine Matratze zu packen. Sie war am Morgen weder sauberer noch besser, aber sie hatte eine Bügelfalte. Und das war für ihn ein Zeichen von Menschenwürde. Genauso erzählt er immer, dass er mit Margarine seine Schuhe geputzt hat, weil ein Mensch geputzte Schuhe trägt. Und mit diesen Kleinigkeiten gelingt es ihm, trotz seiner fast 16-jährigen Haft in diesem Haus, seine Menschenwürde sich selbst zu bewahren.